Sag mal, Tagesausbeute? Das ist eine gute Tagesausbeute. Ja, ne? Wir sind noch nicht fertig. Nee, wir sind noch nicht fertig. Ja, schönen guten Morgen. Kurz nach 6 Uhr. Es geht ab Richtung Regensburg zum Goldwaschen. Ich kann das Gold riechen. Ich will es heute glitzern sehen. Mir ist das Gold egal. Ich freue mich auf die Tomatensuppe. Ja, wir sind kurz vom Ziel. Es ist 10.08 Uhr. Ich bin jetzt seit 4 Stunden unterwegs. Was haben wir denn da Feines drin? Die Schwiegermutter. Alles, was das jetzt bekehrt. Ein Taucheranzug hat er da. Zwei Schaufeln und wie gesagt die Schwiegermutter. Okay. Für mich eingeladen. Ja, damals gewählt. So, was haben wir hier noch dabei? Hier haben wir heute noch was Feines dabei, genau. Und ein bisschen Luchsäcke. Alles in hübscher Farbe, gut getarnt. So, ich darf heute begrüßen den Tibor. Genau. Ja, wir haben uns Gäste. Sonst noch in Realität sozusagen noch nicht gesehen, nee, aber nur digital. Genau, erster Real-Life-Kontakt sozusagen, so heute ja. Hier bei unserem kleinen Goldwaschtreffen. So, und hier nochmal zwei bekannte Gesichter. Moinsen. Die Fischköppe. Die Fischköppe. Und wie war die Anfahrt? War super. Wie lange seid ihr gefahren? 2 Tage? Ja, wir kamen von Oberpfalz. Okay. Vom Elbsandstein. Aber nicht vom Goldwaschen? Nö, wir waren da klettern. Okay. Sind dann hier runtergefahren. Alles klar. Was habt ihr dabei? Ihr habt meine Goldbarren dabei, wo ich gesagt habe, ihr sollt sie mitbringen. Was? Meine Goldbarren. Goldbarren. Kaum Ausrüstung dabei sozusagen, ja? Ein bisschen, nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Wie viele von die Taschen nehmt ihr jetzt mit? 12? 13? Gar nichts. Nur 2 Rucksäcke. Habt ihr irgendwelche Träger noch, die das ganze Zeug irgendwo hinbringen? Nein? Muss vorbereitet sein. Na gut. Also wir schauen jetzt mal rüber an den Fluss und bauen dann dort unsere Stellungen auf und werden dort... Hängst du dich da? Wir haben es versucht. Hält aber nicht. Klappt es sogar. Okay. Ja, die ganze Truppe ist jetzt fertig. Wir machen uns jetzt auf den Weg rüber zum Fluss. Alle sind bereit. Auf geht's, ne? Los geht's. Auf geht's. Gut Gold. Ein Stückchen noch, dann sind wir auf unserer Kiesbank. Steigt das Waschen. Gewaschen wird ja heute auf einer Kiesbank an diesem Gebirgsfluss, der goldhaltiges Material aus dem Bereich der Tauern aus Österreich nach Deutschland rüberbringt. Ja, hier eine kleine Übersicht mal vom Tibor. Der hat ja hier an dem Fluss auch schon ein bisschen gewaschen. Und genau, die letzten 4 Male, wo ich hier war, ist halt meine Ausbeute. Ist okay, bin zufrieden. Hauptsache ein bisschen Gold ist dabei. Sieht man's? Ja, ich denke ja. Schon. Ne? Mal schauen, was. Gewogen? Nee, noch nicht. Aber mal schauen, was heute noch dazu kommt. 0,15, 0,2 vielleicht? Vielleicht sowas, ja. Vermute ich mal. Ja. Also man kriegt im Laufe der Zeit natürlich schon ein bisschen Gold zusammen. Wenn man das oft genug macht, aber wir machen ja Goldsuchen jetzt nicht um Ausbeute zu machen, sondern wir machen es ja um Spaß zu haben. Deswegen als geben Ausgleich wir das draußen in der Natur. Genau. Deswegen machen wir es ein bisschen chilliger wie die meisten anderen Züchtigen. Ja. So, ich wasche heute mit meiner Verwandte. Die passt wunderbar in diesen Rucksack rein. Wer sie kennt, seht ihr, ich habe diese spezielle Geometrie da drin. Die Saugpumpe werden wir heute wahrscheinlich eher nicht brauchen. Ah, was haben wir da dabei? Was ist das? Oh, Gold! Gold! Das ist Gold von den letzten Tagen, wo ich immer beim Waschen war. Guck mal, da sind wir es doch auch. Sehr schön, schön groß. Die Stelle, an der wir jetzt hier Gold waschen, wird gerne von Goldsuchern zu solchen Goldsuchertreffen verwendet. Das ist jetzt keine unbekannte Stelle, zumindest in Goldsucherkreisen.
Wer die Videos von mir aufmerksam beobachtet, der kennt diese Stelle hier. Es ist eine wunderschöne Kiesbank mit sehr glitschigen Steinen, die sehr gefährlich sind, wenn man da drin rumläuft. Aber ja, Tibor, schauen wir mal. Du bist auch schon bereit, ne? Ich probiere es gerade. Ich suche die richtige Stelle. Ob die Strömung passt, sehe ich dann gleich. Ja, hier haben wir eine Kienwaschrinne drin. Die Hauptunterschiede zwischen diesen Goldwaschrinnen liegen in der Anordnung der Riffel, in der Riffelgeometrie und natürlich in der Frage, ob Meinersmoos oder Teppich drin eingelegt wurde. Je nachdem ist dann mehr oder weniger Black Sand drin. Jawohl. Peter, ein überaus erfahrener Goldsucher mit vielen Jahrzehnten Goldsucherpraxis, war vor kurzem in Australien zur Goldsuche unterwegs. Er zeigte uns bei diesen Goldwaschtreffen seine exklusiven Funde, die er vor Ort mit dem Detektor machen konnte. Und es waren einige Stücke dabei, die wirklich beachtliche Größe erreicht haben. Solche Funde zeige ich allerdings nicht im Video, die muss man direkt vor Ort sehen. Also auch da Gold drin. Wir sind an einem auf jeden Fall goldhaltigen Spot hier und wir werden mal gucken, was im Laufe des Tages in den Rinnen zusammenkommt. Tibor gräbt hier direkt auf der Kiesbank. Schauen wir mal, was da dann so drin ist. Bin gespannt. Ja. Das Gold findet man auf solchen Kiesbänken. Diese Kiesbänke wandern im Laufe des Jahres bedingt durch diverse Hochwasser immer wieder hin und her. Somit wird auch das Gold immer wieder umgelagert und wird praktisch auch immer wieder nachgefüllt. Interessant dabei, ich habe auf dieser Kiesbank schon vor vielen Jahren gewaschen und habe auch auf dieser Kiesbank, auch an derselben Stelle, nach mehreren Jahren der Abwesenheit wieder Gold gefunden. Also es ist wirklich faszinierend, wie das immer wieder aufgefüllt wird. Wir sehen jetzt hier auf den Bildern, wie die Kiesbank hin und her wandert und im Laufe der Zeit sich von der Lage her immer wieder verändert. Aber letztendlich bleibt das Gold an der Stelle erhalten und wird auch wieder aufgefüllt. Sehr spannend das Ganze, sehr interessant für die Goldsucher. Ich habe mich jetzt erstmal gestärkt. Und jetzt haben wir natürlich die Situation, der Fluss ist recht hochwasserlastig. Also es ist auf jeden Fall deutlich mehr Wasser drin als üblich. Wie stellt man da eine Rinne auf? Der Peter hat hier schon seine Rinne angeseilt, dass die nicht weg ist, weil die ist das letzte Mal ist die verloren gegangen. Aber im Endeffekt muss man jetzt hier in den Fluss irgendwo so eine Steinbarriere reinlegen und dann kann man die Rinne stellen. Aber das ist natürlich nicht ganz so einfach, aber das mache ich jetzt mal. Zum Einsatz kommt bei mir die Bavaria. Ich habe ja oben drauf diese Spezialgeometrie, die im Endeffekt große Steine ablenken soll. So, guck mal hier. Das war schon bestimmt 20, 25 Meter. Nach 2-3 Eimern ist okay. Was machst du jetzt? Schauen, ob der Goldgott mir wohlgesonnen ist heute. Okay. So, Paul, komm, wir machen mal einen Kino. Dann können wir uns nicht halten. Unterhalten. Guten Bavaria. So. Ja.
Gefunkelt hat das eine oder andere schon. Siehst du was funkeln? Er sieht's funkeln. Ich sieht's funkeln. Stimmt das gut? Hier. So, zeig uns mal, was du da hast. Wasserfilter. Bisschen lange drucken. Dann läuft das Wasser rein. Von hier filtert die Pumpe und dann direkt. Komm mal nicht mehr die Pumpe, kann man auch direkt raussaugen. Zum einen habe ich natürlich jetzt einmal ein paar Eimer einfach auf die Schnelle probiert, ob da Gold an der Stelle, wo ich jetzt gerade eben suche, drin ist. Also es ist definitiv Gold drin, es ist auch größeres Gold mit drin. Das ist ja sehr wichtig zu wissen. Aber ich werde jetzt vermutlich im nächsten Durchlauf, werde ich die Rinne jetzt ein bisschen flacher stellen, damit sie langsamer wäscht. Dadurch hoffe ich, dass mehr feines Gold liegen bleibt. Wahrscheinlich ist jetzt auch, keine Ahnung, vielleicht ein Drittel oder die Hälfte von dem feinen Gold mit rausgerissen worden. Durch die sehr steile Stellung, aber dafür musste ich ja keine Steine aussieben. Deswegen habe ich auch maximal 10 Minuten gebraucht für die 6 Eimer. Und das Ergebnis in 10 Minuten ist okay, würde ich denke ich sagen. Ne? Aber für die nächsten Eimer, die ich dann mache, möchte ich natürlich etwas effektiver arbeiten. Einfach reingekippt. Nichts ausgesiebt. Und was ich jetzt auch gesehen habe, also wir haben Gold im Prinzip an allen Stellen. Also alle Stellen, wo wir jetzt hier im Endeffekt suchen, haben Gold. Also die gesamte Kiesbank ist goldig auf einer Tiefe von, ja, keine Ahnung, 10, 15 cm. Und überall kommt also Gold zum Vorschein. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass es an der einen Stelle mehr oder weniger ist. Im Endeffekt ist eigentlich überall ja, gleich stark angereichert. Und deswegen haben wir jetzt hier alles ein wenig probiert an allen Stellen. Ein Viertel meines Substrates ungefähr habe ich jetzt da ausgewaschen. Ja. Aus einer Rinne mit ungefähr 10 bis 12 Eimern. Kann man lassen. Ja. Ja, also am Ende hat jeder seine Goldpunkte drin. Jeder findet ein bisschen was an Gold. Und ja, das ist eigentlich die Hauptsache an so einem Goldwaschtag mit Freunden. Das Survival-Duo! Wenn du fertig mit dem Kochen bist, sagst Bescheid, dann mache ich meine, gell? Ja. Es ist Nachmittag geworden. Ich habe zwischenzeitlich 16 Eimer in die Waschrinne reingekippt. Das ist immer noch glitschig wie Sau hier. Zwischenzeitlich haben wir die kleine XP1 auch noch laufen hier. Und hier ist meine. Ich bin gespannt, was wir da jetzt alles drin haben. So, das ist unser Ergebnis für heute. Schöne kleine Goldspur. Ich mache jetzt auch gleich mal ins Röhrchen rein. Und dieses Röhrchen, das kommt dann da mit rein. Aha, die ganzen Röhrchen sind voll. Ja, sind voll dabei. Da ist ein bisschen was drin. 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 Da ist ein bisschen was drin.
Da ist was drin. Aber das hast du irgendwas alt, ne? Das ist Thüringen, das meiste. Da ist was drin. Da ist was drin. Büro. Da ist was drin. Hier. Nicht schlecht. Ja. Und dann wird es im Laufe der Zeit mehr. Das sind größere Stücke drin hier. Oh, du hast auch noch wieder ein bisschen was gefunden, ne? Ja, vom zweiten Keynote. Ordentlich. Passt. Jo, jetzt sag mal, warum machst du Goldwaschen? Eigentlich zum Entspannen. Nicht zum Reichwerden? Nein, das wird noch nicht. Das ist so gut sein. Da gibst du viel mehr aus für Sprit oder Equipment oder wie auch immer. Das ist einfach draußen sein an der frischen Luft, Natur. Hat einfach Spaß. Ein bisschen der Hektik im Film sozusagen. Mhm. Einzigsten Geräusch, was hast du, das war der Fluss, ein paar Vögel vielleicht. Und ab und zu Gold. Und ab und zu Gold, ja. Stopp. Schön. Ja, passt doch. Wir sind später noch ein Rest vom ersten Kilometer reintun und dann schauen wir mal, wie viel ich habe. Wahrscheinlich mehr. Ja. Muss dann nicht filmen. Geh ich mal da rüber. Sag mal, Tagesausbeute? Das ist eine gute Tagesausbeute. Ja, ne? Wir sind noch nicht fertig. Nee, wir sind noch nicht fertig. Ja, aber für die paar Stündchen voll. War das natürlich mehr als cool. Ja, auf jeden Fall. Wir machen auch entspannt. Wir machen nicht so ja, Wettbewerb. Nee, wir machen alles entspannt, deswegen für ein bisschen Gold ist die Hauptsache. So, wir sind hier gerade im Aufbrechen. Wir trinken jetzt noch ein Bierchen. Ja, und dann packen wir es für heute. Bis zum Porsche dauert es noch ein bisschen, gell? Aber ja. Jawohl. Da ist auch noch schon zwei. Und war schwierig? Ging so. Der Papa hat geschaufelt. Aber ich habe Der Pauli hat die Rinne gefüttert, gell? Das war Teamwork. So, das war's für heute. Wir haben zusammengepackt. Alle Leute sind hier fertig. Wir düsen jetzt. Das war's. Alle glücklich, alle K.O. Adios. Ciao. Wenn dich das Thema Goldwaschen interessiert, abonnier doch einfach meinen Kanal und verpasse zukünftig keine weitere Folge. Neben Goldwaschen gibt es auf meinem Kanal aber noch andere spannende Themen, wie zum Beispiel die Mineraliensuche. Unterwegs bin ich dabei, überwiegend in Bayern und Thüringen oder auch der Schweiz, Österreich, Tschechien und anderen Ländern. Falls du noch Ausrüstung zum Goldwaschen suchst, kannst du diese in meinem Amazon-Shop anschauen. Den Link zum Amazon-Shop findest du in der Kanalbeschreibung oder auch im Anschluss an dieses Video. Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Mach's gut und gut Gold, dein Pionier Daniel.